keine Bild Vergleich Bares. Ja, ja. Und wenn das sich das nicht verkauft, weil es ja doch meiner Meinung nach relativ hochpreisig ist für etwas, wo man erst dann nachweisen muss, dass man was Ersparnis hat. Gut, wer ist damit jetzt einverstanden? Da bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gut, jetzt müssen wir zählen. Die Evi, die Beate, der Martin, der Andi. Ich habe öfter mal bitte, die kamen immer. Der Josef und die Ilse. Sind? 7, oder? Gegenstimmen, wer ist dagegen? Und dagegen ist der Simon und der, ja. Der Bernhard und der Anna. Und Enthaltungen haben wir. Nur ein bisschen auf den Jürgen, den Peter, den Markus, den Gerhard, die Helene. Monika. Monika, der Adrian und der Helmut. Danke. Das heißt, damit ist der Antrag abgelehnt. Darf ich einen neuen Antrag bitte stellen? Können wir wenigstens in der nächsten Ausgabe von den Lieburger Nachrichten Werbung machen zum Heißwasser sparen? Geht das? Gut, das machen wir. Das heißt, einen Artikel zum Eco-Turbinen dezidiert? Ja, was ist von dir? Ohne Förderung. Ich muss aber doch was machen. Ja, das können wir im Zuge der E5-Gemeinde machen. Das können wir auf die E5-Gemeinde. Was sind das? Der Umweltausschuss ist damit vielleicht Punkt 16 ist jetzt neu, weil den haben wir dazu. Nein, Punkt 16 ist jetzt die erste Erweiterung, Wegsituation Siebeck für Hofer KG. Ist das für alle klar? Passt, dann stelle ich den Antrag der Gemeinderatmeige bezüglich der Wegsituation Siebeck wie folgt beschließen. Die Hofer KG hat die schriftliche Zusage erteilt, sich bei den Asphaltierungskosten für die Zufahrt gerade im Bereich West zur Beteiligung, Übernahme von einem Viertel der Kosten für das Angebot der Firma Köcher. Diese Zufahrt kann zukünftig auch zur Anbindung vom Anrainer Scherling Siebeck 50 an die B76 genutzt werden, somit wäre eine weiterführende Anbindung für die Hof- und Grundstücke gefordert. Zweitens sollte der Siebeck Siebeklage orange gekennzeichneter Bereich aufgrund der Situierung des Zentrallagers vom Hof und aufgrund einer anderen sich gesicherten Zufahrt zum Objekt Scherling nicht mehr benötigt, wird diese vom öffentlichen Gut in freies Gemeindevermögen umgewandelt und seitens der Gemeinde die Firma Hof übertragen. Punkt 2 tritt jedoch nur dann ein, wenn die neu zu schaffende Zufahrt zum Objekt Scherling in das öffentliche Gut der Markgemeinde Lieburg übertragen wurde, mit dem Widmung zum Gemeingebrauch und vorher ausgebaut. Das habe ich nämlich noch vergessen in der Vorlage. Wer damit einverstanden ist, bitte mal Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen, danke, einstimmig. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 17, zweite Erweiterung, Maßnahme gegen die voranschreitende Rückgang von Tier- und Pflanzenarten, Antrag der Grünen. Ja, genau. Es geht darum, dass die Gemeinde Lieburg schon sehr viel macht im Bereich der Nachhaltigkeit und vor allem der Artenvielfalt, dem Erhalt der Artenvielfalt. Und es geht darum, dass wir ein Zeichen setzen, dass wir Ja sagen, dass wir uns bekennen zum Artenschutz. Wir machen schon so viel, es ist ein Zeichen. Also ich denke, es braucht nicht viel da. Oder hat jemand Fragen? Ja. Bitte, Simon. Drei, die Bevölkerung wird laufend über die gesetzten Artenschutzmaßnahmen informiert. Welche Maßnahmen? Die Artenschutzmaßnahmen, das sind zum Beispiel bestimmte Bepflanzungen. Zum Beispiel, dass irgendwo ganz viel Lavendel für Bienen gepflanzt worden ist. Zum Beispiel. Das kann man dann in den Lieburger Nachrichten bekannt geben, auch als Vorbildwirkung. Wo kann man Lavendel bepflanzen? Zum Beispiel in einem Kreisverkehr. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, sinnvoller wäre, das ist relativ unausgegoren, das Ganze. Also sinnvoller wäre, das Ganze erst einmal im Umweltausschuss richtig aufzubereiten,
sämtliche Eventualitäten, organisationstechnische. Du hast nichts aufbereitet. Naja, vier, die Gemeinde, ja. Wir beschließen jetzt, dass die Gemeinde eine Person benennen muss, die für die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen verantwortlich ist. Abgesehen davon, dass sie keine Maßnahmen sieht, wer soll die Person sein? Ja, also ich stelle mich sofort zur Verfügung, aber vielleicht ist es auch jemand aus dem Umweltausschuss. Ja, hast du die nötige Qualifikation, ohne dir das irgendwo zu unterstellen, aber hast du die Qualifikation, das zu machen? Also ich traue mir schon zu sagen, weil ich bin Imkerin, ich traue mir schon zu sagen, was ist eine Weide für Bienen und für Insekten und was nicht. Das kann ich da sagen. Ja, aber projektiert das ganze Ding im Umweltausschuss und dann kommt es bei der nächsten Sitzung. Aber heuer kann man eh nichts mehr machen, oder? Soweit ich weiß. Soweit ich weiß, ist jetzt die Vegetationszeit mehr oder weniger abgeschlossen, nicht? Und das ist ja eigentlich nur etwas fürs Frühjahr, oder? Aber was spricht dagegen? Unausgegoren für mich. Das ist so schön. Da steht, für mich spricht da dagegen, dass da steht Praxisworkshop für zuständige Gemeindemitarbeiterinnen. Du bist ja kein Gemeindemitarbeiter. Ja, ich brauche keinen, ich habe schon meine Imker-Ausbildung, ich brauche jetzt keine Praxis mehr. Ja, aber wer soll dann einen Praxisworkshop machen, der Thomas oder was? Aber. Ja, das steht ja in deinem Antrag drin, das beschließt er nicht. Ja, das geht nicht. Um den Wirtschaftshof, ne? Das geht vielleicht um einen. Und denke auch von Zeit, wenn es rund um die Uhr fahren, dass einen Praxisworkschop machen. Schauen wir mal. Das Bienensterben ist ein richtiges, riesengroßes Problem. Da gebe ich dir vollkommen recht. Genau. Aber das ist genau, meiner Meinung nach, der Antrag zeigt genau das auf, was die Grünen machen. Nur, das ist nur Blabla. Das tut mir leid. Also das ist ja wirklich. Also da muss ich heftig widersprechen. Das ist so schön. Das ist so ein schöner Antrag, Simon. Du? Nein, da steht ja, das muss man sich einmal durchlesen. Nein, pass auf, Simon, hör jetzt zu. Die Gemeinde prüft bestehen bereits die Pflanzen, wenn und sie binden, die Gemeinde hat Pflanzen vom Naturschutzbund erworben. Die sind mit Hand großgezogen, die haben wir eingesetzt. Ja, aber das hast du keinen Beschluss dafür. Die wollen wir auch pflegen. Schau, es ist ein Bekenntnis einer Gemeinde. Das ist ein schönes. Aber ich beschließe nichts, wo dann irgendwer zum Hauptkurs kommt, der noch nie von dem gehört hat, dass er die Umsetzung von beschlossenen Maßnahmen muss. Aber wir beschließen ja, dass wir eine Person benennen, die für die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen für vergeben eine Förderung für Initiativen, die alle für Begünstigung. Also zum Beispiel, ja, das ist ja das Gleiche, was der Stefan macht mit den Bäumen, bitte. Das ist im großen Stil. Das ist ja, ich meine, das ist ja damit eh schon gemacht. Ich sage ja, wir machen schon alles. Ja, das ist ja eine super Idee. Keine Frage, aber bitte bereits im Umweltausschuss auch anständig. Genau. Aber jetzt haben wir es besprochen. Stellt irgendwer einen Antrag oder einen Zusatzantrag? Nein, also ich bin in Sinn und Recht. Die Gemeinde prüft bestehende, bereits geplante Flächen, ob sie Bienen zu öffnen sind, und erstellt einen Zeitplan für weitere Flächen. Das gehört ja alles vorher besprochen. Aber wir sind ja gerade dabei. Nein, das ist ja nicht. Ja, ich kann jetzt nicht zu Tamara sagen, du prüfst jetzt bestehende Pflanzen, du bist jetzt nächste Woche bist du im Freien unterwegs, und dann machst du einen Plan. Was für ein Plan? Das wird im Ausschuss besprochen, da kann ich sagen. Es geht ja nur um Neubepflanzungen. Das ist zu unkonkret. Es geht ja um Neubepflanzungen. Ja, mir ist es zu unkonkret, dass du da bist. Da steht die Gemeinde prüft bestehende, bereits geplante Flächen, also nicht um Neubepflanzungen. Ja, und den denkst du nicht schön. Mein Workshop, der schafft immer diesen Umweltausschuss. Und nehmen wir es dann, wenn wir es wirklich schauen und es wieder weitergeht. Wir müssen ja schauen, was dafür geeignet ist. Du kannst beim Kreisverkehr nicht fühlen, dann hast du alle auf der Mitschutzscheibe. Geben Sie es dem Umweltausschuss und der soll es behandeln. Okay, der Helmut hat den Antrag gestellt, das im Umweltausschuss zu behandeln. Ja. Stellst du den Antrag, dass wir das trotzdem beschließen, Evi?
Adrian. Lass mich nicht im Stich. Nehmen Sie den Umweltausschuss. Wer damit einverstanden ist, dieses Thema im Umweltausschuss zu konkretisieren, dem bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, das ist einstimmig in den Umweltausschuss. Also eins möchte ich noch sagen zum Geld ausgeben. Wie mehr gibt es jetzt alle so viel Angst vom Geld ausgeben? Ich glaube, ich bin da wirklich die Einzige auch, die wirklich sparsamst umgeht. Das hat er nicht verstanden. Ich glaube, er hat es nicht verstanden. Da gibt es für mich selber zu, ich habe diesen Text nichts. Kann ich es nicht mehr entnehmen, was sich dahinter verbirgt. Entschuldigung. Das ist Förderung. Frage nachher, das Publikum hat es auch nicht verstanden. Denn ich muss es bis zuerst geben. So ist es. Gut, wir kommen auf jeden Fall zum Tagesordnungspunkt 18, Grenzbereinigung Ulmgasse, Übernahme des öffentlichen Gut. Ist auch im Ausschuss beantwortet, gibt es dazu eine Frage? Stellen den Antrag der Gemeinderatswürge die vorliegende Verordnung beschließen, wie folgt: Gemäß § 8 aus der Freien Steinbergischen Landesstraßenordnungsgesetzes 64 in der Vorschriftsform verordnet, die Einräumung des Trennungsstückes im Ausmaß von ca. 98 Quadratmeter und Grundstück von 77 EC 1380 KG 3651 Nieburg in das öffentliche Gut Ulmgasse. Verbreiterung zu Grundstück Nummer 1848 EC 50.000 KG 63251 Liebhoff gemäß dem Plan GZ 4328-16, der Moser Sonderweg 2580-02 Liebhoff sowie die Widmung für den Gemeingebrauch gemäß § 92 Absatz 1 der Steiermärkischen Gemeindeordnung 1967 in der Verfassung erfolgt die Kundmachung dieser Verordnung durch Anschlag an der Amtstafel. Die Verordnung liegt während der Zeit der Kundmachung im Marktgemeinde am Liebhoff während der Parteienverkehrszeiten zur Einsichtnahme auf. Wenn damit einverstanden ist, bitte mal zeigen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, einstimmig angenommen. Tagesordnungspunkt 19, Neuanlage zur Quadratiger Straße gemäß § 8 Absatz 3 Straßenverwaltungsgesetz. Über das haben wir vorher auch schon gesprochen, gibt es da Fragen? Stellt den Antrag der Gemeinderat für die Neuanlegung der Zufahrt Kadia Straße gemäß § 8 Absatz 3 Steinbergische Landesstraßenverordnungsgesetz in der geltenden Fassung mittels vorliegender Verordnung beschließt gemäß § 8 Absatz 3 Steinbergisches Landesstraßenverordnungsgesetz 1964 in der Fassung Landesgesetzblatt 87/2013 und der Gemeinderat der Magdeburger Umgebung unter Zugrundlegung der Planungsanlagen 19-05-0 der Plankonsorten ZB GmbH 1-7 Neuauflage Neuanlage Zufahrtsstraße Gali, Bereich im West als Gemeindestraße in das öffentliche Gut der Marktgemeinde Liebhoff und die Widmung zum Gemeingebrauch beschlossen. Gemäß § 92 Absatz 1 der Gemeindeordnung 1967 in der geltenden Fassung erfolgt die Kundmachung der Verordnung und Anschlag der Amtstafel. Die Verordnung wird während der Zeit der Kundmachung im Marktgemeinde Liebhoff während der Parteiverkehrszeit zur Einsichtnahme einverstanden ist, bis einer Zeit der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, einstimmig angenommen. Wir kommen jetzt zum neuen Tagesordnungspunkt 20, und zwar die Kostenübernahme für den Transport der Schüler während der Bauphase der GKB mittels Boostmobil, wobei sich die Eltern um den Transport im Boostmobil zusammensprechen und selbst organisieren müssen und die Mitteilung an das Boostmobil für Fahrten in gelebten Zeitraum werden, weil ich es bürokratisch nicht abschätzen kann, weil wir es nicht vorgeprüft haben, entweder im Vorfeld gleich direkt, wobei dazu ist ja, wenn man die Kinokarte beschlossen hernimmt, damals Grundlage gewesen, dass die Mobile-Karte Gustenfilm notwendig war, damit nachgewiesen werden kann, wo ist der daheim. Das heißt, entweder es müssten die jetzt auf die Schnelle eine Karte lösen und gibt's das dann Gemeinde, ab
als Gemeinde, nein, das ist personalisiert, als Gemeinde aber gar nicht. Die sind ja personalisiert. Ja schon, aber der Schulbus ist ja nicht personifiziert, oder? Wohl. Und der alle ja, die Karte. Die Karte, die das so benutzen. Was die, kostet die Karte? Die Karte kostet nichts. Wie lange ist der Verwaltungsaufwand dafür? Das ist, die stellen nicht wir auf, die stellen das Berufsprofil aus. Das heißt, ich würde den Beschluss so fassen, damit wir auf der sicheren Seite sind, entweder die Eltern besorgt sich noch eine Gustkarte, wir informieren die Istmobil GmbH, dass vom Zeitraum Sperre bis Ende Sperre diese Fahrten direkt an uns verrechnet werden. Oder wenn sich das für die Ämter nicht ausgeht oder sie diese Karte nicht mehr bekommen, dass sie mit den Rechnungen in dem Zeitraum, das sehen wir dann ja eh, die kriegen ja im jeweiligen Gustmobil auch eine Rechnung, diese Rechnung am Gemeinschaft wieder rückverrechnen kann. Kennen Sie nicht, wenn Sie die Gustkarte nicht haben? Sicher. Du kannst auch ohne Gustkarte das bestellen, nur dann musst du eben eine Rechnung geben lassen, dass das damit abgeholt wird. Da steht die Strecke nicht drinnen, aber wir sehen ja durch den Abgleich mit dem Melderegister, der Bewohner aus dem Bereich kommt und ihr